finde die auch gut, ja, ich finde die super. Also wenn man so erstmal die Klamotte sieht, die sind toll, ja, aber jetzt zum Beispiel so ein Corsage in Rot und Spitze und hier noch, wie sagt man, ein Strümpfchen und da noch ein Schleifchen, das ist schon sehr wow. Also wo man echt sagt so, mein lieber Scholli. Aber wenn man es dann auf dem Foto sieht, ist das unheimlich, also es ist jetzt nicht zu viel, das sieht unheimlich sexy, aber auch modern aus, was ganz wichtig ist, weil so ein Corsagenteil ist ja doch, hat ja unheimlich viel Erotik, aber das noch modern umzusetzen, ist manchmal nicht so einfach und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Es ist nicht oft, dass man sich gerade, wenn man das noch nie vorher anprobiert hat. Normalerweise, wenn man Unterwäsche kauft, gehe ich ja auch und probiere an und dann zwickt es mal da, dann ist es nicht so gut und dann nimmt man halt eine größere Größe oder keine Ahnung oder eine kleinere. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert heute hier und auch gestern. Also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und ich glaube, das sieht man auch in Fotos. Mein Leben zu genießen. Mein Leben ist ja nicht nur Model sein. Also das ist natürlich mein Beruf und ich genieße den auch und ich arbeite sehr, sehr gerne als Model. Aber trotzdem muss man sein Leben auch genießen können und dazu gehört auch Essen. Also für mich ist das eine der wichtigsten Inhalte auch mit, dass man genießt und auch gut genießt. Und deswegen esse ich auch sehr gerne und man braucht natürlich einen Ausgleich irgendwie dafür. Aber wenn man viel in der Welt umherreist, mittlerweile haben wir eine Tochter, da ist man sowieso immer nur auf Trab, aber vorher auch und jetzt auch noch immer das Reisen, Gepäck schleppen. Allein das, wenn man von einem Flieger zum anderen rennt, das ist wie Fitnessclub. Also es ist besser als Fitnessclub eigentlich und das reicht mir eigentlich schon völlig aus. Natürlich gehört auch Sport dazu, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag im Fitnessstudio stehe. Das könnte ich auch gar nicht, weil dann würde ich aussehen wie ein Schwimmer, weil ich einen sehr, sportlichen Körper auch habe. Und deswegen, wenn man den noch trainieren würde, wäre es auch zu viel. Und da muss man auch drauf achten. Also zu viel Sport ist auch nicht gut.